Sat. Bist du Sat? Sat heißt im Sanskrit Wahrheit. Ich leide unter den Umständen. Ja und? Ja und? Leid doch mal. Lass dich doch mal leiden. Sei doch mal richtig leidenschaftlich am Leiden. Jo, was hast du? Hast du Krebs? Hast du AIDS? Bist du hässlich? Hast du keine Freunde? Liebt dich niemand? Hast du zu wenig Geschlechtsverkehr? Hast du ein zu kleines Geschlechtsorgan? Oder meine ich, hast du zu wenig Geld? Hast du keine Anerkennung? Bist du unzufrieden, dass dein Auto rostet? Oder dass du Miete zahlen musst, dass du dich dafür anstrengen musst, dass du leben kannst? Hey, bist du frustriert, dass du immer um deine Existenz kämpfen musst? Jo, oder fühlst dich einfach nur schlecht, weil du dich ein bisschen begrenzt fühlst? Na jo, weißt du, ich halt wieder. Ich hab manchmal so ein Erlebnis von Schwere. Es wird so schwer, das Leben. Und verengt sich alles. Und dann kommt es mir so vor, als könnte ich überhaupt nichts kontrollieren. Und ich würde so gern. Ja, und es ist auch so anstrengend, so zu kämpfen. So gegen die Existenz zu kämpfen. Gegen das, was einem zuvor kommt, so Widerständen zu haben. Und dann noch gegen den Widerstand nochmal. Ja, heul halt. Ja, darf ich nicht heulen, oder? Ja, du bist doch nicht auf Therapie hier, oder? Naja. Ich kann mich ja vielleicht mal in Tod meditieren oder in den Himmel. Oder mal so lang meditieren, bis ich so einen transzendentalen Zustand erreicht habe. Ja, komm, projizier mal alles so in so eine Zukunft, die nie kommen wird, hinein. Ja, doch, irgendwann wird dann, ja, immer irgendwann, aber immer das vermeiden. Immer einfach vermeiden, dass es gar keinen gibt, der irgendwas machen kann oder irgendwas unterlassen könnte. Wie? Es gibt gar keinen? Was heißt hier, es gibt gar keinen? Ich bin doch. Siehst du es nicht? Ich sehe doch meine Hände. Ja, ist es denn wirklich dein Körper? Naja. Ach, und außerdem kann ich auch gut mit mir selber sprechen. Ich kann mich ein bisschen unterhalten. Oh Mann, ey. Das führt doch alles zu nichts. Ja, das ist doch das Gute. Es muss doch auch zu überhaupt nichts führen. Wenn es zu was führen würde, würden wir ja schon wieder uns auf eine Zukunft ausrichten, die möglicherweise besser sein könnte als das, was jetzt schon ist. Das, was immer ist. Nicht irgendein besonderer Erleuchtungszustand, ein besonderer sexueller Zustand, ein besonderer ekstatischer Zustand. Nicht kein besonderer Zustand. Was? Ich kapiere. Ich werde verrückt. Ich weiß gar nicht, was soll ich machen. Vielleicht brauchst du gar nichts zu machen. Oder kannst du auch gar nichts machen. Was ist dir lieber? Es geschieht eh alles, wie es geschieht. Wenn überhaupt es geschieht, dann geschieht's. Geschieht's nicht. Oder? Was? Hey. Ja, aber warum? Mach mir 1000 Knoten in den Kopf, dass irgendwann, dass ich weiß, es wird nie lösbar sein. Und vielleicht, wenn ich sehe, dass es nie lösbar ist, dann bin ich einfach... Ah, brauche ich nicht mehr danach suchen, nach einer Lösung.